Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Ich habe von einer PR-Firma, von, ich weiß jetzt nicht welche, für PlayStation was, also hier steht zwar Big Ben, ist aber, wie heißen sie? Nacon. Ich weiß jetzt nicht, ob Nacon zu Big Ben gehört. Also ich habe es jetzt auch nur für ein, zwei Wochen zum Testen. Ich mache heute ein Hardware-Video und, also Unboxing und Hardware. Wir gucken uns die Hardware auch halt an. Aber, wie gesagt, nur kurzzeitig da und dann muss ich es wieder zurückschicken. Weil mich hat sowas schon immer interessiert. Also ihr seht es ja in der Videobeschreibung. Das ist ein Arcade-Controller. Deswegen nicht wundern, dass ich hier alles ordentlich wegpacke. Was haben wir hier? Achso, hier steht was drauf, warte. Bis zu 3 Wochen behalten und dann Rücksendeschein. Achso, der Rücksendeschein ist mit bei. Achso, das ist der Rücksendeschein. Ah, okay. Coole Sache. Gut. Wie gesagt, oh, aber der ist sau schwer. Gott sei Dank ist da ein Rücksendeschein mit bei. Das wiegt über 5 Kilo. Also der Rücksendeschein ist 5 Kilo oder so. Oh, so, dann packen wir das mal hier weg. Da ist er. So, Moment, die Kleine ist gerade ein bisschen unleidlich. So, da bin ich auch wieder. Die Kleine ist nämlich ein bisschen unleidlich. Die hat heute Impfung gekriegt. Also 2 Spritzen und eine Schluckimpfung. Und jetzt denkt mal, sie kriegt gerade Fieber, Frauchen geht gerade hoch, Fieber messen. So, Nacon. Da ja, Arcade-Stick. Also ich habe gedacht, die Dinger sind kleiner. Ist für PS4 und PS3. Und ich habe noch nie so einen Arcade-Stick gehabt. Und ich habe ja einige Spiele, die dafür kompatibel sind. Street Fighter, also die ganzen Fight-Spiele, die sind ja dafür kompatibel, Mortal Kombat und so. Da bin ich richtig heiß drauf, ob ich damit dann ein bisschen was mehr reißen kann. Ob das damit vielleicht ein bisschen besser wird. So, wir gucken mal hier hinten. An der Seite ist dann halt eine Frau, die das in der Hand hat. Auf der anderen Seite haben wir dann hier die verschiedenen Knöpfe. Das gucken wir uns dann im Hardware-Video an. Und hier hinten sieht man es dann nochmal aufgeklappt mit den Kabeln. Ich zoome euch mal ran, dass ihr das vielleicht ein bisschen besser seht. So. So, hier ist es dann halt aufgemacht und da haben wir dann hier, und hier sind die Knöpfe, hier unten geht es dann rein. Ja. Und das werden wir jetzt mal auspacken. Achso, ist ja schon offen. Hier ist auch offen. Brauche ich ja nicht aufmachen, ist ja ein Pressepaket. Das hat ja schon jemand vor mir besessen, für kurze Zeit. Muss mal gucken. Ach so, hier geht's auf. Okay. Kann man dann einfach so aufklappen. Uiuiuiuiui. Das gucken wir uns auch gleich an. So, ich pack das mal hier weg. Ich darf den Karton dann auch nicht wegschmeißen. Das wird ja dann zurückgeschickt. So, das dann einmal. Oh, der sieht richtig nice aus. Also, dass der so schwer ist, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Aber das Ding ist wirklich, oh, schwer. So, wirklich schwer. Was haben wir hier? Ach, hier ist so, gut, das kommt alles im Hardware-Video. Das ist ein bisschen viel. Das kommt im Hardware-Video. Wir haben dann praktisch einmal den mit bei. Richtig schwer, richtig groß. Oh, macht sich gut. Macht sich richtig toll. So, und dann haben wir hier. Ach so, ist ja geil. Aufkleber sind auch mit bei. Einmal die Cobra von Nacon, dann
Doch, Nakon. Dann Cobra mit Nakon selbst. Japanische Zeichen. Kann man die vielleicht hier irgendwo drunter klatschen? Sind die deswegen vielleicht da? Ich will. Ach so, das ist ein Skin dafür. Das kann man reinmachen. Ist ja cool. Also das ist auch noch mit bei. Das kann ich euch jetzt. Ist das hier irgendwie? Na doch, ich versuche es mal hier vorsichtig aufzumachen. So. So. Da haben wir einmal so ein. Also jetzt ist ja, ich zeige euch das Skin gleich mal, was drunter ist. Und hier haben wir dann nochmal Diana. Nee, Daya. Arcade-Stick. Mit. Der könnte Schlangenhaut sein. Also sieht ein bisschen aus wie Schlangenhaut und ein chinesisches Zeichen. Oder japanische Zeichen, so sieht das aus. Also die Löcher sind dann halt für die Knöpfe und für den Stick. Und die Löcher hier oben für die Schrauben und dafür das Licht. Das ist dann nämlich hier. Aber das, was hier drauf ist, finde ich alleine schon mega scharf, ehrlich gesagt. Also ich würde da keins drauf machen, ich würde das dann so lassen. Weil, also wenn es meiner eigener wäre, würde ich das so lassen. Weil ich das alleine, wie es jetzt hier aussieht, schon mal richtig geil finde. Aber das gucken wir uns dann im Hardware-Video ganz genau an. Und hier haben wir dann halt Aufkleber. Ich muss aufpassen, dass die hier nicht rausfallen. Einmal hier die chinesischen Schriftzeichen. Einmal sind sie ausgestanzt, einmal nicht ausgestanzt. Entschuldigung. Dann haben wir nochmal einen kleineren in dunkelblau und in schwarz. Ich mach das mal so. Also ganz, ganz, ganz viel mit bei. So, das haben wir. So, dann haben wir hier noch Nakon PS4. Achso, hier zeigen sie dann noch so ein paar andere Produkte, die sie haben. Aus der Revolution-Reihe, Pro-Controller. Oh, die sehen auch richtig scharf aus, muss ich sagen. Oh, der blaue sieht auch geil aus. Oder der weiße. Pro-Controller 2 und Pro-Controller. Also die haben zwei schon hier rausgebracht. Das wusste ich gar nicht, dass es davon schon zwei gibt. Den normalen kenne ich. So, das ist halt der Pro 2 und das sind die normalen Pro-Controller. Die haben aber auch noch normale Kompakt-Controller und nochmal ein Achso, das sind beleuchtete, okay. Dann haben sie normale Controller für die PS4 und beleuchtete. Ich packe euch die Webseite von Nakon, packe ich euch mal in die Videobeschreibung, da könnt ihr ja mal ein bisschen stöbern. Dann haben wir hier nochmal ein Heft. Wo es auch in Deutsch steht mit der Webseite und ja, hier vorne ist es dann abgebildet. Sieht schon echt heftig aus, muss ich echt sagen. Sieht echt heftig aus. Das werde ich Wochenende dann testen. Weil morgen werde ich garantiert nicht dazu kommen. So. Oh, scheiße. Jetzt habe ich das hier festgeklebt. So. So, dann packen wir das mal wieder hier da rein, dass das nicht abhanden kommt. Das wäre nämlich doof. Es sollen ja noch andere Leute das dann testen können. Und ich würde sagen, dann mache ich hier erstmal einen Cut. Wir sehen uns gleich im Hardware-Video wieder, wo wir uns die Hardware dann mal genauer angucken werden. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.